Der Redner born and raised in Germany, wurde in Deutschland geboren und ist da aufgewachsen, hat als Doktorand in Kanada gearbeitet, in einer Forschungsgruppe zu extremistischen Politik in demokratischen Systemen und hat die Medienszene in Deutschland analysiert. Hier ist Simon Alexander Bayer. Vielen Dank. Partei, die Alternative für Deutschland wurde analysiert. Showing up in the Saalborg. Thank you, the Internet, for watching. Ja, vielen Dank an alle, die hier im Saalborg sind. Vielen Dank ans Internet, dass ihr zuschaut. Vielen Dank an die Organisatoren, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben, diesen Vortrag zu halten. Mein Name ist Alexander Bayer. I didn't have to wear a winter jacket because the temperatures were very mild. Und überall, wo ich hingegangen bin, brauchte ich keine Winterjacke, denn die Temperaturen sind sehr mild. Ich bin Mitglied einer Forschungsgruppe in Vancouver, wo wir erforschen, wie es sein kann, dass extremistische Parteien in demokratischen Systemen Aufwand gewinnen. Und wir untersuchen hier den für Forscher faszinierenden Fall der AfD in Deutschland. Da kann man nämlich einfach mit dem Finger auf die Medien zeigen und sagen, die Medien sind schuld, die Medien haben den Aufstieg der AfD befördert. Alle, die einen Großteil von 2016 im Winterschlaf verbracht haben, bekommen jetzt noch eine kurze Übersicht. Wir hatten im September 2017 Bundestagswahlen und der Dominostein Deutschland ist gefallen. Dominostein insofern, als dass überall in Europa extreme rechte Parteien große Erfolge hatten und Deutschland das letzte Bollwerk war, wo die Rechtsextremisten eben keinen Einfluss gewinnen konnten. Und genau das ist im September passiert. Und sie sind nicht nur ins Parlament gekommen. Und es sieht es auch gerade so aus, als könnten sie die Oppositionsführerschaft übernehmen. Really quick to call the shots. Okay, jetzt mal ganz kurz die Shots zusammen. Also dominating sentiment was that it was the media's fault. Die dominierende Meinung war, dass es die Schuld der Medien gave. Die haben die Position der AfD angenommen und haben unverhältnismäßige diese Meinung dargestellt. Diese Einstellung hat einige Aspekte daran, die sehr wohl zutreffend sind. Ja, ich kann das sehen. Jeder, der eine Zeitung aufschlägt oder eine Webseite, Nachrichtenwebsite anguckt, liest irgendwie Geschichten oder Sachen, die irgendwie mit der AfD zu tun haben, sind offensichtlich sehr, sehr dominant. Die gefühlte Wahrheit. How the campaigning season wurde über die was a lot of Kampagne. Season and not a lot of campaigning, despite Zeit Martin Schulz's best efforts. A whole lot of sunshine, but not a lot of conflict. Irgendwie sehr viel Sonnenschein, aber kein Konflikt. Then was perceived to be very, don't want to say very skillfully, but somehow filled offensichtlich by vielleicht the AfD, nicht gelungen, aber es wurde von der AfD gefüllt topics mit Themen. That are of concern to this party. Die so, what are we doing today AfD here? Zu tun haben, die von der first Partei off, I'm a behandelt. Political scientist by trade. Okay. Als allererstes, ich bin ein Politikwissenschaftler. Like theory, I know that this is wir mögen Theorien an event where, natürlich. Theory might not at the forefront of everyone's minds, but it is for me. Because talking and arguing Kongress, to political scientists about theory is kind of like mud wrestling with a pig. You do that for 2 or 3 hours and then you realize, mit einem Schwein machen, oh, this pig actually enjoys this. Das Schwein so hat das vielleicht I'll be probiert, sort of, I have one slide on what previous theories would suggest have happened and how it could have happened. Was alte Theorien gesagt haben, was passiert ist und was passiert ist. Collected und dann zeige ich euch, was für Daten wir haben, um
gesammelt haben, um diese Frage systematisch zu beantworten. Und dann geht es an Fleisch und Kartoffeln dieses Vortrags. Wie die Kampagne in den Medien sich entfaltet hat. Und am Ende möchte ich euch noch mehr Daten zeigen, die ein bisschen anders sind. Das Bild, warum diese Wahl eine besondere Wahl ist und warum es ein perfekter Angriff für eine sehr rechte Partei war, bei diesen Wahlen anzugreifen. Und wir können sagen, dass also wir können vielleicht sagen, dass sich die Medien ganz vernünftig verhalten haben. Two possible mechanisms of media effects. Anfangen mit zwei möglichen Mechanismen der Medieneffekte. Das eine ist die wunderbare und liebenswerte Idee der Überzeugung. Man liest etwas, was jemand vorsichtig zusammengestellt hat, mit gut geschriebenen Argumenten. Man liest es, man nimmt es in sich auf, man ist überzeugt, völlig unabhängig davon, welches Argument das war. In 60 Jahren Medienforschung haben wir festgestellt, dass so etwas nicht passiert. Die Meinung ist extrem schwer zu verändern in jedem Einzelnen von uns. Auch wenn man sagt, ich übernehme ja Standpunkte, wenn sie mich überzeugen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Der zweite mögliche Effekt, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen heute, und worum auch ein Großteil dieser Präsentation gehen wird, ist Priming. Die Medien können den Leuten nicht sagen, was sie denken sollen, aber sie sind sehr gut darin, den Leuten zu sagen, worüber sie nachdenken sollen. Die Medien sind sehr gut darin, wenn man etwas liest, dass es dann im Gehirn landet, am im Vordergrund. Deswegen hatte ich euch auch erzählt, warum ich im Winter lieber da war, wo es warm ist, da brauche ich keine Jacke anziehen. Und dann haben wahrscheinlich manche gedacht, ah ja, das muss natürlich am Klimawandel liegen. Die Sache ist, dass etliche von euch einfach das Thema Klimawandel so bewusst im Bewusstsein haben, dass das das Erste ist, woran sie denken. Und das ist das Hauptthema, was wir uns, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir uns die Frage stellen, ob die Medien eine Partei wie die AfD hochgeschrieben haben. Auch wichtig ist es zu berücksichtigen, dass dieses Priming einen indirekten Effekt hat auch, dass dadurch ein Thema, was durch eine bestimmte Partei sozusagen besetzt wird, dass dann sozusagen immer, wenn die Medien beispielsweise über Flüchtlinge schreiben und eine Partei, die dieses in Anführungszeichen Problem mit den Flüchtlingen in der Mitte ihrer Agenda hat, dann immer mitgedacht wird. So far the theory, that's all. Das ist soweit die Theorie. So what do we do based on this theory? We collect. Was machen wir ausgehend von dieser Theorie? Und wir haben Daten gesammelt, eine ganze Menge Daten. Wir verstehen diesen Text, den wir gesammelt haben, als Daten. Wir haben Textprocessing verwendet. Es waren Texte, die nicht extra dafür geschrieben worden sind und von Computern verstanden worden sind. Aber wir haben versucht, bedeutungsvolle Analysen damit zu machen. Wir haben ca. 8500 Artikel von zentralen deutschen Medien, also dem Fokus, Bild, Welt und Spiegel, eingesammelt und haben daraus einen Datensatz erstellt, den so niemand anderes hat. Also meldet euch bitte bei uns, wenn ihr damit auch was machen wollt. Es ist auch deswegen ganz interessant,
weil es sehr günstig war. Es waren zwei Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, diese Daten zu sammeln. Ich möchte jetzt nicht meinen Stundensatz berechnen, aber es war quasi mit kaum einem finanziellen Aufwand machbar. Das ist sehr interessant, wenn wir als Wissenschaftler mit diesem interessanten Fall von Deutschland uns auseinandersetzen, diesem Umfallen Deutschlands im Vergleich zu allen anderen umliegenden Ländern, dann haben wir anstatt einfach irgendwie auf Stack Overflow zu lesen, was wir sehen, haben wir dann halt sozusagen versucht, systematisch die Fragen zu beantworten. Okay. Wenn Nachrichten über rechte Parteien geteilt werden. Wir haben Arbeitslisten erstellt, die wir sehr vorsichtig erstellt haben. Da waren Kandidatennamen und Parteiabkürzungen und Parteinamen, Worte wie Kanzlerkandidat und Kanzlerin für die CDU, CSU oder respektive die SPD. Wir haben das Ding über unsere Skripten drüber laufen lassen und der Durchschnitt von Nennungen solcher Sachen innerhalb der Kampagne July 1st and September 24th, sieht ungefähr so aus. Zwischen Juli, 24. Juli, Incumbency Bonus, der Kanzlerbonus, Kanzlerinnenbonus für die CDU, bis CSU, September. Social Democrats, High 20s. Deswegen haben die CDU und CSU, die eben die aktuelle Kanzlerin stellen, einen Umfang von 50% der Nennung ungefähr. Wir haben mit dieser Wörterbuchmethode natürlich ein Problem festzustellen, wann es um die Grünen geht oder um die Linken, weil das natürlich nicht nur eine Partei ist, die Grüne Partei und die Linke Partei, und sondern eben auch Wörter, die in Zusammenstellung wie die grüne Banane vorkommt. Deswegen haben sie auch in unserer Erhebung ein bisschen unterperformt. Wir konnten aber feststellen, dass die AfD von den Medien scheinbar bevorzugt wurde. 10,7% der Erwähnungen bezogen sich auf die AfD, immerhin. Fall geschlossen, AfD hat 12,8% bekommen bei der Wahl. Damit ist es klar. Ein paar von euch könnten aber auch wissen, dass von einem Blogpost, den Constanze Kurz und ich geschrieben haben, wir haben da mit gekürzten Daten gearbeitet und in den Printmedien. Und das ist unser Graph, auf dem wir unsere Analyse basiert haben. Wir haben gesagt, die AfD hat keine übermäßige Erwähnung bekommen, sondern nur etwas mehr als die FDP. Das Wissenschaft ist der aktuelle Stand, solche Sachen zu teilen. Wir haben heute jetzt aber bessere Daten aus den Online-Sachen, und da können wir den Durchschnitt über die gesamte Kampagne nehmen, und das zeigt es uns Tag für Tag, und daraus möchte ich jetzt den Fokus legen. So just looking at the sort of okay, tail end, wenn wir da einfach nur mal an das Ende des 2020 rechts angucken und dann kurz vor dem Datum der Wahl, surprisingly close to the actual election sind wir ziemlich dicht dran an den tatsächlichen Wahlergebnissen. Die Parteien sind tatsächlich in der Reihenfolge dort zu sehen, wie sie in der Wahl abgeschlossen haben. Aber wir sehen eine kleine Kurve, die nah dran kommt dann etwas, was größer sein soll, eine Kurve, die größer sein sollte. Ich möchte nicht sagen, dass das Magie ist, aber da liegt das Interessante. Lass uns mal einen nach der anderen angucken von diesen Kurven. Die CDU, CSU, wie erwartet, internationale Politik, lokale Politik, Kanzler, das sind so Themen. Diese Kurve ist natürlich höher als die anderen, aber sie geht leicht nach unten. Als die Kampagnen anders verfolgt wurden. Lass uns zu der SPD übergehen. But
If we look at the curve of Wenn the, wir of the Social Democratic Party, Kurve angucken von der Sozialdemokratischen Partei, dann slight bump sehen wir August and Martin Schulz really tried to drive home this, einen kleinen Hügel this um den August rum. Martin Schulz hat wirklich versucht, Gerechtigkeit in dieses Thema als Thema zu positionieren. Anfang September gibt es auch noch einen kleinen Hügel. Debate happened, da gab es dann noch ein bisschen Debatten, aber der generelle Trend ist ziemlich linear. Da ist smooth this plot out to be a straight line. Ja, geht fast in Richtung gerade Linie, würde fast horizontal sein. Not so nicht ganz so für die AfD. Remember, over the course of the campaign, they got, über den 10.7% Verlauf der Kampagne haben sie ungefähr 10,2% der Benennung like gehabt. Der Nennung von Themen, die AfD relevant sind. Das ist, wenn man nochmal über den Mechanismus des Priming nachdenkt, dann sind das natürlich Kurzzeiteffekte. Aber wir wollen auch herausfinden, ob es Kurzzeiteffekte für solche Sachen gibt. Und das scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein. Am Anfang dieses Zeitabschnitts, wo es anfängt, nach oben zu gehen, ungefähr um den 28. August, an dem ersten Hügel, da sind zwei Dinge passiert. Eins, ein Flüchtlingsboot ist gekentert das ist ein Event, das wir leider sehr, sehr häufig sehen. Und das Zweite, was passiert ist, Alexander Gauland hat in einem Interview gesagt, dass die deutschen Politiker in Anatolia entsorgt werden müsste. Und das ist interessant, wenn man darüber nachdenkt, wenn man die Themen, die mit der AfD in Verbindung gebracht werden, analysiert, vor diesem 28. August. Am 28. August geht es viel um Alice Weidel, die ihre E-Mails geschrieben haben, dass sie nicht die Person, die öffentliche Person ist, für die sie sich, also für die sie inzwischen ist. Es gibt viel Diskussion um die Abgrenzung des rechten und des extrem rechten Flügels. Und außerdem gibt es eine ganze Menge von Zitaten mit der Entsorgung dieser Person. Und man kommt darauf, dass es die Strategie ist, ein Skandal zu erzeugen, dass diese Strategie sich ausgezahlt hat. Aber bevor wir uns damit auseinandersetzen, schauen wir uns mal die Themen an. Und wir haben auch hier Themenwörterbücher entwickelt mit Schlüsselwörtern für jede Kategorie und haben unser Skript darüber laufen lassen. Wenn wir uns diese Graphen anschauen, im 10%-Bereich sieht man den bunten Regenbogen, die Themen haben gar nicht so viel Unterschied voneinander, außer das Thema der inneren Sicherheit. Aber wir haben ein Thema, das heraussticht, und das ist das Thema der Europäischen Union, also grundsätzlich über die Europäische Union. Und das liegt daran, dass am 1. Juli der Helmut Kohl, der ehemalige deutsche Kanzler, den ersten europäischen Staatsakt bekommen hat und eben viele Politiker auch aus der Europäischen Union ihre Respekte bezeugt haben und dadurch eben dieses Thema so übermäßig aufgetaucht ist. Das andere Thema, was ausschlägt, ist das Thema der Umwelt. Woran liegt es, dass es am Anfang August diese hohe, deutliche Erhebung gibt? Das war eben der Dieselgipfel,
wo es darum ging, dass die deutschen Autohersteller versucht haben, den Fakt zu verschleiern, dass sie ihren Kunden betrogen haben mit Autos, die giftige Gase ausstoßen. Und danach ging die Trendkurve wieder deutlich nach unten. Ein Thema, das ziemlich konsistent war über die gesamte Zeit der Kampagne, war die Einwanderung. Was bedeutet Einwanderung und Flucht? Und wenn wir darüber nachdenken, was das bedeutet in Verbindung mit unserer Theorie über Priming, denken wir natürlich, das ist ein Thema, das von der AfD besetzt wird. Das ist sehr dicht verbunden mit dem Aufstieg dieser Partei. Also ist das etwas, was eine rechtsextreme Partei fördert. Aber wir können das Ganze auch etwas systematischer betrachten. Dieser Graph zeigt die Umfrageergebnisse der AfD. Diese Linie sind die Durchschnittswerte über die einzelnen Werte. Relativ konstant bis Mitte August. Und dann steigt die Varianz und die Tendenz ist, dass die Trendlinie nach oben zeigt. Und hier liegt das Herz der Geschichte. Ist das abhängig von den Erwähnungen der AfD in den Medien? Hier die Nennungslinie und hier haben wir eine andere, also jetzt haben wir die Skala verändert, damit die andere Linie wird. Difficult to say. Es ist schwierig zu sagen. Time series data. You actually want to get rid of trends in terms of what the analysis should be like. So one way to do this in a graphic representation is by not showing the absolute values and how they develop, but only showing the change from day to day and plotting that. Nur diese Veränderungen zu plotten. Dieser Graph macht Hier die beiden Linien um die Nulllinie. Die Umfragewerte haben sich dann nicht mehr viel verändert. Es geht ein bisschen hoch und runter, aber die Varianz wird ein bisschen größer. Nach Mitte August. Aber die AfD Nennungen in den Medien hatte trotzdem weiterhin eine große Varianz. Das ist wirklich sehr schwer zu sehen oder zu sagen, ob da wirklich ein systematisches zu erkennen ist. Irgendwie nach dem 1. August sind die beiden Linien irgendwie verbunden. Time-Series-Statistiken darüber laufen lassen und wir konnten in keinem Zeitfenster, das für uns sinnvoll gewesen wäre, irgendwie systematisches Priming entdecken. Wenn wir über Datenpunkte sprechen, die irgendwie ein bisschen weiter in der Zukunft sind und manche, die weniger weit in der Zukunft sind. Wir konnten nichts von statistischer Signifikanz herausfinden. Das hat uns irgendwie zu bedenken gegeben. Wir dachten, da wäre was. Und dann sind wir einfach, wir haben einen Schritt zurückgemacht und haben eine neue Theorie in Erwägung gezogen. Warum die Medien so berichtet haben, wie sie das getan haben. Haben die Medien den Leuten genau das gegeben, was die Leute wollten? And here is, und hier kommt jetzt, warum ich mit euch darüber reden möchte, warum das eine spezielle Wahl war. Dieser Graph, ich habe ihn angelehnt an einen anderen Graph. Ich hatte leider keinen Zugriff auf diese Daten, aber dieser Graph zeigt, warum es eine spezielle Wahl war. In fünf von sechs vorhergehenden Themen war Arbeitslosigkeit oder Arbeitseinstellung das Thema.
And employment und means unemployment. Also in 2017 with Angestelltheit bedeutet record lows, nicht angestellt sein, also Arbeitslosigkeit. Und nach 2015 having a Syrian civil war still going on, having, gab's noch einen syrischen Krieg, having refugees coming to into Flüchtlinge, die in die westliche Europe. Welt kommen, nach Europa kommen. Immigration. Immigration jumps on out as the topic, irgendwie plötzlich that, das wichtigste Thema. Und das war das Wichtigste für die Leute. If we look at also the, und wenn wir hier that are further down, an die anderen Themen gucken, die weiter unten scale, sind, voters, those are all topics where one could conceivably think that those can be spun in a way that they are connected to this refugee situation. Social justice, economic injustice, that's something that a party like the AfD can very effectively turn into an idea on group-based conflict. It's us versus them. Da konnten die AfD natürlich sagen, die anderen sind alle eine Gruppe, so wir gegen die anderen. Those people come here to take our jobs and our money. Gleiche Idee. Die Leute kommen hierher, um uns unsere Jobs wegzunehmen und unser Geld wegzunehmen. Und so 2017, Bundestagswahl 2017 ist a special case, ein besonderer Fall, if we consider wenn wir it compared uns to other parties. So now having this situation, where, we find jetzt haben wir diese Situation, never happened in recent history, eine Situation, die wir in Deutschland bisher nie so hatten in der vergangenen Geschichte, dass die Leute in den Umfragen einen so starken Sprung gemacht haben. Und die Frage war natürlich, könnten die Medien überhaupt diesen Wunsch nach Informationen zu diesem Thema befriedigen? Wir haben uns überlegt, gibt es eine Möglichkeit zu messen, wie gut die Medien die Wünsche der Bevölkerung erfüllen? Und wir haben dafür Google Trends benutzt. Google searches on refugees. Wir haben die Google-Suchen nach Flüchtlingen and again, here aufgezeichnet. This is es ist auch hier wieder der Versuch, eine Trendlinie sozusagen darzustellen, und zwar der tägliche Wechsel, also der tägliche Veränderung dieser Trendlinie. Und wir sehen, dass da etwas ist. Some sort of systematic es gibt da eine Art von systematischer Verwandtschaft. Wir haben diese Nummern jetzt wieder durchlaufen lassen, und wir kommen damit zu dem Ergebnis, dass innerhalb eines Tages, dass an jedem Tag die Suchen nach Flüchtlingen die AfD-Menschen hinter sich herziehen. Immer wenn mehr nach Refugees, nach Flüchtlingen gesucht wurde, sind auch die Erwähnungen der AfD hochgegangen am nächsten Tag. Der Effekt war nicht groß, aber er war da, und es ist eine wichtige Sache, ein großer Einfluss, wenn wir da irgendwie sozusagen zeitlich vorhersagen wollen, was da passiert. Also das eine folgt auf das andere. And so all of a sudden, okay, und dann it becomes a bit difficult war das auf einmal ein bisschen schwieriger, einfach nur auf die Medien zu zeigen, weil die Medien ja vielleicht nur auf, den, like auf das Interesse reagiert haben, dann ist es ja wie ein Unternehmen, es reagiert auf Interesse. In high quality publications, okay, in einem Land mit großen Medien, mit öffentlicher Bildung, da brings out the best in them, kann man sagen, das bringt das Beste aus den Leuten hervor, wenn sie einfach nicht überzeugt werden müssen, sondern es ist eigentlich nur ein Geschäft, insbesondere online. Man hat Klicks, man hat Werbe-Ratings, die man messen kann, und die favorierten Artikel werden natürlich dann größeres Einkommen erzielen. Und wir sagen jetzt nicht, dass das, dass es da einen direkten Zusammenhang gibt. Also nicht, dass die Medien sofort, wenn Leute nach dem Thema Flüchtlinge suchen, sofort die Medien sagen, okay, unsere Suchmaschinenoptimierer haben gesagt, wir müssen jetzt alles irgendwie darauf optimieren und müssen jetzt sofort reagieren. Aber es wird natürlich beobachtet, was die Leute interessieren. Es gibt da einen Schritt dazwischen. Also eine Verzögerung, die es erlaubt, dass andere Mechanismen eben auch funktionieren. Da haben wir uns natürlich gefragt, wie ist denn das mit den Kunden? Wie ist die Entwicklung der Nachfrage?
Und in 2017 gibt es da einige Sachen, die wir uns anschauen können, um nachzuvollziehen, wie die Nachfrageseite aussieht. Und wir haben uns entschlossen, uns auf Twitter zu fokussieren. Denn als wir gerade angefangen sind, diese ganzen Daten zu sammeln, haben wir einen Twitter-Scraper aufgesetzt. Und zwischen 21. und dem 24. September haben wir 4,5 Millionen Tweets, die diese Schlüsselwörter enthalten, die eine politische Konnotation haben, aufgezeichnet. Und wenn wir uns diese Daten ansehen, können wir extrahieren, was die 200 am meisten benutzten Hashtags sind. Und wenn wir das machen und die Tweets, die diese Hashtags enthalten, eines der 200 am häufigsten verwendeten, dann können wir auch schauen, welche dieser Hashtags deutlich pro AfD sind. Und wir sehen, dass dann die Tweets, die eine dieser 200 am häufigsten verwendeten Hashtags verwenden und pro AfD sind, kommen wir auf 30,9%. Und wenn wir No AfD in den Tweets suchen, dann kommen nur 1,2% dieser Tweets entsprechend heraus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kitzlig, aber die Frage ist natürlich, welche Rolle Twitter in unserer kleinen Verwandtschaft zwischen dem Angebot und der Nachfrage gespielt hat. Wir haben ja einen schönen Netzwerkgrafen. Das ist ein Retweet-Netzwerk, das zeigt von einem Aktor sämtliche Aktionen und jeder Linie sind Retweets, 5 oder mehr Retweets. Und wer das jetzt für seltsam oder verrückt hält, damit kann man auf jeden Fall das Gewicht einzelner Benutzer auf Twitter erkennen. Wer schon mal mit Netzwerkgrafen dieser Art gearbeitet hat, weiß, dass es natürlich schwierig ist, die zu labeln. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir das hier hingekriegt haben. Diese Insel da unten, dieser Blob, das sind Accounts, die sich um AfD-Accounts scharen. Die Einfärbung wurde von einem Algorithmus gemacht. Ich habe nur die Farben angepasst, dass sie die Farben benutzen, die man von den Parteien, aus der deutschen Parteilandschaft kennt. A hefty continent at the bottom right. Okay, da gibt es also wirklich diesen Kontinent unten rechts, das alle möglichen Leute verbindet, die mit der AfD zu tun haben. Here, da gibt es noch einen kleinen Anhang darunter, das ist braun. Das ist mehr oder weniger organisiert, um eine Bewegung, die sich darum dreht, Europa zurückzuhaben. Die sind auch noch weiter rechts, die sind irgendwie anders an die AfD-Insel angeschlossen. Die sind verbunden. Und der verbindende Knoten ist Bernd Höcke, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Die anderen Parteien sind da oben, der pluralistische politische Regenbogen. Wir haben diese zwei Extrempunkte, ganz oben rechts und ganz unten links gibt es solche Extrempunkte. Das sind sehr, sehr extreme Twitter-verwendende Parteien, die ÖDP und die Freien Wähler, die sehr viel Twitter unterwegs sind. Was auch noch nennenswert ist, dass die anderen Parteien, die etablierten Parteien, links, Freien, die Orangen, die Parteien, die Piraten, dann die Liberalen, die Pinke, The Conservative Party, die konservativen Parteien in Schwarz. All diese Parteien haben einen zentralen Knoten, einen zentralen Account, um den herum sich viele andere Nutzer irgendwie auffächern. Für jede Partei gibt es sozusagen eine relativ kleine Nummer, Anzahl von Accounts, die sehr, sehr häufig favorisiert sind. AfD hat das nicht. Selbst
a projection. Natürlich ist es eine Projektion, das ist eigentlich dreidimensional und wir machen das jetzt hier auf 2D, da haben wir vielleicht irgendwie was verzerrt. Aber wir versuchen herauszufinden, welche Partei im Zentrum ist, war irgendwie nicht möglich. Und power struggles, in der AfD konnte man keinen zentralen Punkt ausmachen, da gibt es irgendwie interne Streitigkeiten und so, oder es ist nicht möglich. Es ist auch sehr interessant, aufmerksam zu machen, welche Benutzer die Kontinente sozusagen miteinander verbinden. Ein dieser blaue Punkt da ist zum Beispiel wahlrecht.de. Natürlich wollen alle ihre Wahlzahlen, ihre Vorhersagezahlen haben. Und da gibt es ja diese einen kleinen Nutzer da in der Mitte, so one of the media, das ist Welt.de, eine der Medienpublizierer. Anderes Ding, was ich noch kurz nennen möchte, light pink ist colored, das leicht rosane da, insert der kleine and the central, zwischen den grünen und den zentralen Böhmermann, das ist Jan Böhmermann, die Heute-Show und Extra 3. Also es gibt da, die Dynamiken sind klar, dass die Parteien relativ gut organisiert sind in den sozialen Medien und deswegen die Möglichkeit haben, die Medienagenda, die auf Algorithmen basieren, zu dominieren. Wenn man sich anschaut, wie die Logik von Affirmationen funktioniert auf Twitter durch Hashtags, wenn man eine Partei hat, die so organisiert, aber so geclustert ist in sich selbst, dann hat man da eine gute Chance, dass das beeinflusst all das, was wir eben auch sehen, wenn wir auf die Twitter-Homepage gehen. Ein paar von oder die meisten von euch werden jetzt wahrscheinlich eine brennende Frage im Kopf haben, die sagen, wie viele von diesen hellblauen Punkten sind wohl Bots? Und wir haben versucht, das herauszufinden durch ein Tool, das Martometer heißt, das ist online erhältlich ist, das von einem Forschungsteam in Indiana. Man gibt ihm einen Twitter-Benutzer und es gibt viele, viele Analysen heraus. Und zwar zum Beispiel die Frequenz der Tweets, die Follower, wem der Benutzer folgt. Und als ich versucht habe, da zu committen, habe ich ihre API gebrochen oder kaputt gemacht. Ich war leider nicht möglich, rechtzeitig da noch mehr herauszufinden. Aber da gibt es morgen noch Talks dazu. So what can we what can we take from this? Okay, was können wir daraus mitnehmen? Die Bundestagswahl 2017 war ein perfekter Zeitpunkt, um eine von einer sehr rechten Partei wie die AfD anzugreifen. Ein sehr, sehr zentrales Thema ihrer Agenda war plötzlich gesellschaftlich sehr relevant. Es gibt sozusagen einen unregulierten wilden Westen in sozialen Medien. Wir werden sehen, wie sich das verändern wird mit den Änderungen im Gesetz, die bevorstehen, die auch die Plattform selbst beschäftigen. Die Plattformen werden sozusagen dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Da müssen wir noch sehen, wie sich das entwickelt. Okay, in diesem Sinn wollte ich darauf aufmerksam machen. Da gibt es natürlich Leute, die sind interessiert an Themen der Parteien der AfD und die Medien haben sich überraschenderweise vorhersagbar verhalten und haben zumindest für die Themen, die wir angeguckt haben, ziemlich vorhersagbar der Zusammenhang, in dem wir hier argumentieren, 20% of the share towards the end of the campaign. Sie haben nur 20% aus der Umfrage bekommen. Das ist eigentlich eher überraschend. Into a different
Und das führt natürlich in eine andere, zu einer anderen Frage. Oh, it's the journalist's fault. Was macht dieses, was bedeutet really dieses, oh mein Gott, das ist der, die Schuld, der Journalismus ist schuld. Was bedeutet das eigentlich? This sort of is based on this normative expectation diese normative Erwartung, nur partiell von Nachrichten beliefert zu werden. Und wenn man darüber nachdenkt, was sonst noch im Internet angeht, alternative Medien, Welten, Blogs. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Aber es gibt sozusagen so eine Szene sehr rechter Blogs, Fanblogs. Und später werden wir nochmal drauf gucken, welche Themen diese behandelt haben und wie sich das an die öffentliche Meinung anknüpft. Und wenn man das aber gesagt hat, die alternativen Wege zu neuen Informationen, wenn die verfügbar sind und wenn die Hauptpresse diese Sachen nicht covern, dann geben wir denen eigentlich nur die Lügenpresse kann dann sozusagen die normale Presse kann dann plötzlich als Lügenpresse daherkommen, wenn wir diese Themen nicht behandeln. Und dann riskieren wir natürlich, Publikum zu verlieren. Es ist also wirklich ziemlich schwierig zu sagen, okay, die Medien sind schuld, wenn sie doch eigentlich sozusagen unsere Interessen, das Interesse der Bevölkerung hat davor schon bestanden und sie haben geliefert. Und mit damit möchte ich es dabei belassen und euch danken für das Interesse. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Fragen und Anregungen. Alexander Bayer, vielen Dank. Thank you very much. Alexander Bayer, vielen Dank. Gibt es Fragen? Haben wir irgendwelche Fragen? Bitte benutzt die Mikrofone. Auch die Mikrofone, die ich nicht sehe, hinter den Kameras. Und wir fangen an mit Nummer 2. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit. Ich habe nur eine Frage. Plant ihr, diese gesammelten Daten zu veröffentlichen? Das ist eine Frage, die wir uns auch selber fragen. We would love to collect the data, and ultimately it will happen. But we have to make sure that we actually have. Sehr gerne noch mehr Daten sammeln und irgendwann werden wir es hoffentlich dann auch die Sachen veröffentlichen. Aber das ist noch nicht so weit. Aber wir schauen da auf jeden Fall hin und freuen uns drauf. Yeah, you. Okay. Hello. Hallo. Is this working? Yeah. Funktioniert das? It's tempting. I'm from the Netherlands to compare this. Es ist verlockend, das zu vergleichen. Ich komme aus den Niederlanden, das mit den mit der Situation bei uns. Wir hatten da Geert Wilders. Wir hatten den Eindruck, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen der AfD. Ich weiß es gerade gar nicht, wie die Führungsmannschaft der AfD heißt. In den Niederlanden hat der Führer der rechtsextremen Partei sehr gut geschafft, die Medien so zu beeinflussen, dass sie ständig provokante Botschaften herausgeschickt haben. Das ist zwar immer hieß, man soll darauf nicht reagieren, aber sie haben es eben doch geschafft, immer wieder die Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Sie waren da sehr aktiv darin, im Feld die Aufmerksamkeit deutlich zu steuern. Gute Frage. Da gibt es die Idee, dass die AfD sehr, sehr gekonnt damit umgegangen ist, Skandale zu inszenieren und das mit Absicht zu machen, insbesondere auf öffentlichen Bühnen, damit Aufmerksamkeit auf sie fällt. Zum Beispiel dieser dieser Ausdruck von Alexander Gauland, deutsche Politiker wegzuwerfen, loszuwerden. Und die andere Kandidatin Alice Weidel hat eine Talkshow verlassen, während sie gestreamt wurde. Da gibt es definitiv dieses Element, tatsächlich Skandale zu nehmen und sie
sie für die eigene Agenda zu verwenden, um die eigene Agenda zu pushen. Sie haben zum Beispiel auch Werbeanzeigen für ihre Kampagne genommen. Sie haben das sehr, sehr professionell gestaltet. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, was die Poster waren, wie die Wahlwerbung war, sie haben zusammengearbeitet mit einer Firma, die auch mit Donald Trumps Kampagne involviert war, aber wenn man jetzt neue Medien anguckt oder Online-Medien anguckt, dann ist es nicht mehr ganz neu. Dann, was sie online so gemacht haben, da habe ich nur so ein anekdotisches Gefühl, sowas wie, ja, wir benutzen sowas wie Bots. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu kaufen. Ich kann gewisserweise, ich kann ja einen speziellen Fall sagen, da haben wir untersucht, welche Twitter-User die aktivsten waren bezüglich AfD in Deutschland. Ballerina, ein Name, der da draußen war, da gibt es eine große Indikation, dass das definitiv ein Bot war, der irgendwie platziert wurde und von jemand anders kontrolliert wurde. Eine Gruppe von Akteuren, die nicht wirklich Ballerina sind. Aber was wir herausgefunden haben, war ein Twitter-User, der heißt Teletubbies 007, der hat in den drei Wochen, die wir gesucht haben, 6500 Mal getweetet und fast immer nur geretweetet, Aufrufe loszugehen und dein es hatte nicht viele Folgen, nur 500 oder so, aber es hat einfach immer wieder geretweetet. Und als wir dann tatsächlich rausfinden wollten, die Seite dieses Bots rausfinden wollen, aber der Nutzer gelöscht. Also um deine Frage zu beantworten, der Grad an Personalisierung, die Partei für die Freiheit in den Niederlanden hat, ist nicht so extrem in Deutschland für die AfD, weil es da mehrere Führer gibt. Und die haben aber auch ihre eigenen Parteien. Das ist nicht das Gleiche, aber die Strategie, Skandale zu verwenden und irgendwas zu benutzen, was unaussprechbar ist und dann es ein bisschen zu weit rausbringen und dann zurückziehen und sagen, nee, so haben wir das natürlich nicht gemeint. Das ist genau die gleiche Strategie, die wir auch in den Niederlanden sehen. Excuse me, many people queuing. Excuse me. Then I'll stop. Okay, thank you. We have questions from the internet then. Die nächste Frage aus dem Internet. QETG hat gefragt, warum kommt ihr zu dem Schluss, dass das eine besondere Wahl war, denn die letzte Wahl in Österreich hatte ja genau die gleichen Ausmaße. Das ist stimmt, ein syrischer Bürgerkrieg, der Leute dazu bringt, Menschen aus dem Krieg zu fliehen und dann irgendwo ihr Leben zu retten. Das ist nicht nur in Deutschland gefühlt, aber für den Kontext Deutschland ist das eine spezielle Wahl, eine spezielle Situation. Das hat davor noch nicht stattgefunden. Aber ja, absolut. Jede Wahl in Europa seit 2015 war eine spezielle Wahl in diesem Sinne, aber nicht bezogen auf die Resultate. In anderen europäischen Ländern zum Beispiel hatten die schon die rechten Parteien den Fuß in der Tür. In Österreich zum Beispiel, die waren schon sehr, sehr gut etabliert. Teil der Regierung waren sie schon und jetzt sind sie es wieder. Und in Deutschland, da die Themen, die im Vordergrund der Leute waren, ist das Spezielle. Okay, Mikrofon Nummer 3, please. Thank you. Okay, Mikrofon. Erstmal möchte ich zum Ausdruck bringen die Ehrlichkeit und Transparenz von deinem Vortrag. Und leider vermisse ich das manchmal. Da gibt es nur ein kleines Problem mit der Methode von euch. Das geht da um dieses mit den Linken und den Grünen. Wie genau habt ihr denn das gemacht? Habt ihr alle Erwähnungen von Linken und Grünen gezählt mit großen Buchstaben oder kleinen Buchstaben und dann
Sachen rausgefiltert oder habt ihr es andersrum gemacht? Habt ihr speziell auf die AfD-Sachen fokussiert? Oder hattet ihr euch auf alle Parteien bezogen, die relevant sein könnten? Sehr gute Frage. Das Ding, also die Sache ist, als wir haben den Text gesammelt und bevor wir es durch die Analysemethoden geschickt haben, haben wir alles in kleine Schrift gemacht, sodass wir einen konsistenten Analyseweg haben. So. Und Groß- und Kleinschreibung ist es natürlich manchmal schwierig, das zu behandeln. Und deswegen haben wir das Problem gehabt, dass wir Linke und Grüne nicht suchen können, weil es die Worte auch im normalen Alltag gibt. Also konnten wir nur Kandidatennamen nehmen oder linke Partei und grüne Partei und ein paar zusammenhängende Wortgruppen der linken Partei oder grammatically. The cases. We only like ja, also grammatisch können wir die grammatikalisch können wir die Fälle angucken. Ja, aber der Fokus war auf der AfD. Das ist natürlich auch unglücklich, das gebe ich zu. Aber für diesen Talk haben wir entschlossen, dass wir mit dem Workaround leben. Hello, thanks for Microphone 6. Danke für die Präsentation. Euer Team hat sich bezogen auf die Erwähnungen von den Parteien, aber es ist mir noch nicht ganz klar, wie ihr herausgefunden habt, ob die Parteien in einem positiven oder negativen Licht erschienen sind. Sehr gute Frage, die haben wir tatsächlich auch bedacht, aber ich antworte mit einer Gegenfrage. Hat schon mal jemand Amazon Mechanical Turk benutzt? Da kann man irgendwie ein paar Hits auf den Klick kaufen. Okay, nein, dann antworte ich ehrlich. Da gibt es eine Methode, die benutzt billige Arbeit auf Amazon Mechanical Turk und gibt jeden Mitarbeiter, also zwei Sätze und der soll aussuchen, welcher davon positiver ist. Wir haben das benutzt, um einen Maschinenlernen-Algorithmus beizubringen, um positive und negative Texte Konversationen beizubringen. Und wir haben das im September angefangen, Anfang September. Wir haben 4000 kleine solche Vergleiche gehabt und als der Job fertig war, 5 oder 6 Tage darauf, haben wir das durch einen Test gejagt und mit unserem eigenen Code verglichen, den wir getan haben. Und es kam raus, dass ein Mitarbeiter auf dem Amazon Mechanical Turk hat mehr als 7 Stunden gearbeitet und hat von den 4.000 hat er 3.980 bearbeitet. Und über 1.400 in denen hat er in weniger als 2 Sekunden bearbeitet. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, weil es A bedeutet, diese Person hat Fragezeichen hat wahrscheinlich ein Skript benutzt oder hat einen Bot benutzt oder hat nur zufällig geklickt und das, was wir gemacht haben, das hat überhaupt nicht gepasst, als wir das verglichen haben und das hat uns sozusagen unseren Ansatz total versaut. Wenn jemand sowas macht, wenn man irgendwie zwei Sätze vergleichen soll, einen politischen Akteur in Deutschland, ob das positiv oder negativ benannt wird, dann ihr könnt mich da gerne dran bezüglich kontaktieren, aber ja, das ist die Geschichte, warum wir das leider nicht gut analysieren konnten. Vielleicht ist das ein 7-Cent-Job für das Mikrofon da hinten. Ja, hallo, ich komme aus Dänemark. Insofern bin ich so ein bisschen der Geist der zukünftigen Weihnacht. Wenn man in diesem Zusammenhang Tweets nimmt, wie kann man denn überhaupt unterscheiden, was denn Zitate sind und was tatsächliche Aussagen Leute sind? In Dänemark arbeite ich damit, dass viele Leute sich distanzieren von solchen Parteien, indem sie eben Sachen zitieren.
That's a very good point. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, wenn die Leute die Originalnachrichten zitieren, um sich davon zu distanzieren. Wir haben da nicht rausgeguckt, was sind Zitate und was sind Retweets, aber wir haben geguckt, wenn du 5 Retweets machst, dann ist es ein Filter, weil vielleicht fühlst du dich manchmal so, dass du das irgendwie tweetest, dann macht man das vielleicht nicht immer, sondern weniger als eine bestimmte Zeit. Und but if we think about die anderen Grafen sagen ja quasi das auch so aus. Wenn wir gucken, was das bedeutet, wie die Nachfrageseite beeinflusst wurde, wenn du machst, es eigentlich keinen Unterschied, ob du aus Zustimmung oder Ablehnung retweetest. Deswegen haben wir da keinen Unterschied from the Internet. Und noch eine Frage aus dem Internet. Luke 24 fragt, kann es sein, dass das Fenster der akzeptablen Ideen über die Zeit nach rechts verschoben wurde, weil die Ideen der AfD sich immer in den Medien so gedreht haben? Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es natürlich diese Idee des epischen Phänomens, wenn man... Die Frage ist, does something happen in you because you use passiert etwas bei dir, weil du ein bestimmtes Medium benutzt? Oder benutzt du dieses Medium, weil etwas in dir passiert? Von dem, was ich denke, das Gefühl, was ich bekommen habe, ist, der Grad an akzeptierbaren Sachen hat sich definitiv bewegt über diese Kampagne, zum Beispiel, wie man damit umgehen soll, den Holocaust zu erinnern. Das ist sehr, sehr dicht an der deutschen Identität. Das ist ein Politikwissenschaft, würde nicht gedacht haben, dass dieses Thema so als Spaltung ausfallisieren, nochmal aufkommt. Und wir haben, das hat definitiv etwas gemacht mit dem allgemeinen Diskurs in Deutschland. Das ist natürlich ein Effekt, ob das nun ein Effekt ist, der daherkommt, dass Medien über AfD berichten, das ist... Da müssten wir nochmal gucken, wie die Medien über welchen Aspekt der AfD-Agenda berichtet hat. Ich sehe da hinten hinter Mikrofon 8 ein bisschen Bewegung. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Arbeit. Ich habe immer noch eine wichtige Frage. Was ihr gezeigt habt, sind Sachen, die wir alle wissen. Ja? Wir haben das ja alle letztes Jahr gesehen oder dieses Jahr bis zur letzten Wahl. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob die Methode, die ihr benutzt habt, was ja einfach auf die Quantität bezogen war, ob die wirklich das widerspiegelt, was passiert. Und deswegen wollte ich fragen, ob ihr weiter daran bleibt, das zu verbessern, ob ihr statt solche Buzzwords wie die Medien zu verwenden, die Fragen schärft. Und wenn ihr das macht und diese Ergebnisse dadurch bestätigt seht, was ihr dann weiter macht, habt ihr da noch weitere Daten, mit denen ihr noch weitere Nachforschungen betreiben könnt, und können wir da noch mit Ergebnissen rechnen? Eine fantastische Frage. Ja, natürlich haben wir noch darüber nachgedacht, wie wir die Daten noch weiter benutzen können. Unser ursprünglicher Plan war, diese Sachen zu verbinden, nicht nur mit Daten, die wir zum Beispiel aus Google-Suchanalyse bekommen, sondern Facebook-Daten, die wir gesammelt haben und die wir angucken wollen, aber das ist eine große Herausforderung, diese Kommentare in Tiefe zu analysieren, in Sprache, weil Sprache sehr fließend ist. Und es gibt dann gewisse Probleme mit Auswahl und eigener Auswahl. Man muss wirklich sehr aufpassen, miteinander zu verbinden, welche Person auf Facebook eigentlich da gerade kommentiert, dieselbe Person ist. Und deswegen würde man das natürlich unverhältnismäßig darstellen, wenn man das nicht erkennt. Wie ich gesagt habe, wir haben auch Daten von sehr, sehr rechten
Nachrichten an folgeschichtlichen Nachrichtenblogs gesammelt, die sehr, sehr aktiv über die AfD berichtet haben. Und wir planen das auch mit in die Analyse mit einzubeziehen, zusammen mit Daten eines deutschen Wahlforschungsinstituts in diesem Zeitfenster, in dem wir gesucht haben, in den Daten. Jeden Tag wurden 100 Leute in Deutschland angerufen und wurden gefragt über ihre Gefühle zu den großen Parteien. So, wir haben also Tag für Tag Daten, wenn es erstmal rauskommt, wie Leute gedacht haben über diese Akteure. Und wir wollten das als, wir werden das noch als mehr verlässliche Ressource anbieten. Ja, vielen Dank dafür. Leider ist die Zeit jetzt zu Ende, deswegen können wir leider keine weiteren Fragen mehr nehmen. Alexander Bayer, vielen Dank noch einmal.